Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dragmania. Ja, wir sind in der Black Series, in der schwierigsten Serie dieser Solo-Kampagne. Und ja, wir haben in der gestrigen Folge angefangen, Down Dirty Valley zu machen. Zwei Stages haben wir geschafft. Ich finde, wir sind da relativ zügig durchgekommen. dass die Folge ungefähr dreimal so lang war wie eine normale Folge. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, die Stage war einfach so lang. Egal, wir machen weiter. Stage 173. Wir sehen hier ganz viele Doppel-Doppel-Doppel-Looping. Also man sieht, wir haben ein Doppel-Looping, danach nochmal ein Doppel-Looping. Dahinter sieht man sogar ein Dreifach-Looping. Also das wird sicherlich richtig lustig. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ich garantiere wieder für nichts. Black Series ist so das Ziel. Eine Stage pro Folge wollen wir halt schaffen. Wenn ich der Meinung bin, oh, das könnte schwierig werden, dann brechen wir ab. Also wenn wir es auf Silber schaffen, sage ich mal. Wenn ich dann aber merke, okay, mit Gold wird es ein bisschen zu hart, dann brechen wir es halt je nachdem ab und machen Gold dann irgendwann später. Haben wir zum Beispiel bei Canyon Drift Dingens gemacht. Und dahin haben wir auch noch einen unterbrochenen Looping, die mag ich ja besonders. Aber jetzt gucken wir einfach mal, jetzt fahren wir erstmal. Lernen wir mal die Strecke kennen und fahren erstmal gegen eine Leitplanke. Wo müssen wir hier lang? Okay, wir müssen da ein bisschen links bleiben, gut. Okay, ich probier's. Oh, ja, hier. Lohnen nicht so ganz raus, aber jetzt pass. Da landen wir und jetzt Dreifach-Looping, das ist so eine Sache. Das Problem ist, dass diese Down-Dirty-Valley-Dinger halt echt super kritisch, um Looping zu fahren sind. Meiner Meinung nach, aber ist jetzt egal. Wir fahren jetzt einfach mal. Übung macht ja den Meister, wenn man so schön sagt. Und darum. Okay, das passt soweit. Schikane. Okay. Sehr schnelle Stage auf jeden Fall. Black Series. Ja, wir wissen das immer. Drift hier. Probier's. Oh, jetzt kommt der Dreifach-Looping. Nein, jetzt bin ich angeeckt. Kostet Zeit, kostet Zeit, kostet Zeit. Aber wir fahren weiter. Doppel-Looping. Nein, wieder angeeckt. Du hast wieder viel Zeit. Und nochmal ein Looping. Ein Doppel-Looping, besser gesagt. Komm, 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 komm. Drift hier. Nein! Fuck! Oh Gott. Nein! 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 Das ist eine richtig lange Stage, ne? Nein! No way! Okay, wir fangen nochmal neu an. Okay, also zwei unterbrochene Loopings zu Ende, das ist nicht so einfach, aber es ist auf jeden Fall eine mögliche Stage. Aber jetzt gucken wir aber mal, wie das läuft. Wir dürfen halt kaum korrigieren in diesen Loopings, weil das Auto sofort mega instabil wird. Ein bisschen das Problem, was wir hier bei den Down and Dirty Valley Autos haben. Sie sehr schnell sehr instabil werden. Oh, da war es nicht so geil gefahren. So. Drift hier. Mach ich. So, jetzt der Driver-Looping. Ganz wichtig, nirgends anzuecken. Versuchen, den Schwung so gut wie möglich mitzunehmen. Jetzt doppelter Doppel-Looping.
trifft hier. Das schaffe ich nicht zu driften irgendwie, aber jetzt diesen Ding schaffen. Ja, geschafft. Nein, nicht driften. Jetzt habe ich gedriftet, ich Idiot. Das kostet mega Schwung. Komm, nein! Nein, ich Idiot! Gleicher Fehler wie gerade eben. Oh, dämlich. Ansonsten sind wir eigentlich sehr gut durchgekommen, würde ich sagen. So. Bis jetzt muss ich sagen, erstaunlich komme ich mit dem Looping sogar recht gut klar. Habe ich schon mehr Probleme als gehabt. Loopings. Oh, ich soll die Fresse halten. Jetzt ist mir nämlich der Arsch schon gekommen. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen in so einem Looping. So, ein bisschen besser hier durch. Nein, ich spring schon wieder falsch ab, ich Idiot. Mann, wieso schon wieder? Das Problem ist, bei dem einen unterbrochenen Looping muss man auf die eine Seite fahren, dass man den Sprung schafft beim Schluss auf die andere. Aber das habe ich irgendwie in meinem Kopf noch nicht so richtig drin. Mann, ey. Nochmal. Oh, das war... Ja, scheiße. Ich hab... Na, egal. Wir schaffen es, wir schaffen es. Wir waren eigentlich jetzt schon zweimal so super nah dran und... Oh Gott, nochmal neu. Und ja, ich verkack's hier stellenweise einfach. Total unnötig. Oh, scheiße, in angeeckt. Puh. Nein. Nein, jetzt ist es passiert. Ja, war klar, dass irgendwann muss es ja passieren. Oh Mann, wir hätten schon längst durch sein können. Das ist jetzt echt das Bittere an der ganzen Sache. Aber naja. So ist das halt manchmal.
Ja, viel Schwung verloren jetzt hier. Bäm, Alter. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Beim letzten muss man quasi die Looping-Linie weiterfahren. Während bei dem unterbrochenen Looping wo man, muss man... Ja, egal. Ihr habt es gesehen. Jetzt haben wir es geschafft. Egal. Nächste Strecke. Mal gucken. In der gestrigen Folge haben wir bei der zweiten Stage deutlich weniger Zeit gebraucht. Achtung, Ironie. Wir brauchen deutlich mehr Zeit. Das ist sicher. Wobei 59 Sekunden, also es ist nicht eine nicht so lange Strecke, aber wir sehen schon, es ist halt wieder sehr viel Offroad und wahrscheinlich auch viele Sprünge mit dabei. Da muss man halt natürlich ein bisschen aufpassen. Bam. Und natürlich ein Fels. Ja, ohne Felsen geht's bei mir natürlich nicht. Während der liebe LPN gern Bäume mitnimmt, bin ich wohl derjenige, der gern Felsen mitnimmt. Und ich hätte die Fresse halten sollen, weil jetzt geht's gerade so weiter. Ja, die scheiß Richtungspfeile da oben nerven ein bisschen, weil ich glaube, ich springe einfach zu weit. Ich muss eher so abspringen, oder? Das ist besser. Naja, okay. Sah jetzt nicht wirklich besser aus, aber na egal. Wir haben es mal geschafft. Oh, darüber geht's. Oh Gott, ey. Oh, wenn ich eins hasse, sind diese unterbrochene Kappdinger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yo, 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 yo. Ach Gott. Ist halt auch wieder so wie eigentlich schon in der Folge gestern, diese unterbrochenen Sachen oder diese viele Sprünge, da tue ich mich einfach so schwer. Wahnsinn. Ist noch nicht. Warum tue ich mich da so schwer? Komm, jetzt nochmal. Ja, jetzt habe ich da den ganzen Schwung verloren. Gott, das gibt's doch nicht. So, nein, das wird nix. Ach Gott. Mann, 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 Mann. Ah, klar, da geht's dann rechts. Komm, wir versuchen jetzt einmal die Strecke irgendwie zu schaffen. Auch wenn ich jetzt glaube, da fehlt uns jetzt der komplette Schwung, wenn ich jetzt hier so... Wir schaffen es irgendwie. Dann müssen wir hier rüber springen. Ja, das schaffen wir nicht. Oh Gott. Also ganz, 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 ganz viel unterbrochene Sprünge. Und die nicht nur einfach so nach geradeaus gehen, sondern halt immer so schräg rüber. Und das ist halt natürlich scheiße. Diese Aufpraller, ey, ich hasse die. Mann, 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 Mann. Also da werde ich schon kein Freund von der Stage. Das ist schon mal sicher. Ja, ach Gott, Mann, jetzt ist mal zu schnell oder was? Ach komm, echt. Sowas fuckt doch auch ab. Und... Hä? Ah ja, klar! Als ob! Natürlich, wenn Sprung, dann muss er natürlich versetzt sein. Ja! Ach komm, leck mich doch am Arsch. Also gut, die Stage. Das wird ähnlich wie, glaub, gestern. Das wird eine sehr lange Folge, glaube ich. Gut, hier ist halt der Trick, den Absprung richtig zu erwischen und vor allem hier die Kurve, den Speed richtig mitzunehmen. Das schaffe ich nämlich aktuell gerade nicht. Oh, wie perfekt er da landet, ey. Das kotzt mich schon an. Scheiß Goldjunge. Alter, ja, überschlag dich doch noch.
geil. Das ist doch jetzt ein Witz. Wieso überschlage ich mich jetzt da so, ey? Das wird nix. Hallo. Geht doch auch so. Natürlich muss ich hier rüberspringen. Ach komm, weiter geht's. Scheiß drauf. Wir haben es geschafft, ja, wir haben es geschafft, unglaublich, aber wir haben es irgendwie geschafft, mit ganz stylischen Überschlägen, scheiß drauf, wir haben es geschafft. So, und mir bleibt einfach nur noch zu sagen, das war's für die heutige Folge, die kürzeste Folge der Woche, unglaublich, es wäre auch mal unter 20 Minuten die Woche eine Folge, oder unter 30 Minuten, muss man schon fast sagen, eine Folge mal geschafft haben. Aber ich glaube, man soll immer aufhören, wenn es am besten ist. Und das ist am Freitag, kurz vorm Wochenende, auf jeden Fall der Fall. Deswegen sage ich an der Stelle schon mal, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Erholt euch gut. Ich versuche mich auch zu erholen. Und dann geht es nächste Woche weiter mit Trackmania. Ich hoffe, es gibt nicht schon wieder eine Woche Pause. Ich werde versuchen, auf jeden Fall, dass ihr die Woche, nächste Woche, ach, egal, vergiss es, dass wir ab Montag die nächsten Folgen Trackmania Turbo wieder zu sehen bekommen. Bis dann. Das war's mit der heutigen Folge. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Ja. Also, ciao, ciao.